Yeah, it was kind of a quick trip for us. You know, we got there at night, but I did see the church coming in, and it was a beautiful sight. So a spot that, you know, you'd like to go and see a little bit more. Der erste Teil von dieser Reise war eigentlich sehr interessant. It's always good for the team to get away. They can get to know each other a little bit. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten während der Saison, dass man viel Zeit mit den Spielern verbringen kann. Ja, Dominik hat mir gesagt, er ist der König in München. So er nimmt erst einen Platz und dann nehme ich einen Platz nach Dominik. So geht es. Ist kein Problem für mich. Er kann sitzen, wo er will. Der passt dabei. Ja, er ist ein guter Typ. My roommate's Steve Pinizzato, so I knew him before I came over here, so I knew a lot about him, but he's good with technology, so he's got a lot of movies that we can watch. And I think it's been really good. Got a couple of card games in with the guys and figured out who likes to play cards and who likes to gamble. And we also got to see who the bad card players are on the team, too. I won a game, so that's always good. And you know, it's been a lot of fun. Well, we got a lot of good veteran guys that have been here for a long time that are very helpful. Guys like Wolf and Regeer and Smaby and Daner have been huge helps for myself. Oh boy. I just did an interview while laying on a massage table. Did you? You're next, man. What happened? Wir haben eine sehr erfahrene Truppe und es macht sehr viel Spaß bis jetzt. Und das hat man, denke ich, auf dem Eis bis jetzt auch gesehen und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Beim Auswahlspiel, es gibt immer fast einen sehr ähnlichen Ablauf. Wir stehen in der Früh auf, frühstücken zusammen und dann ging es ins Stadion. Pre-Game Skate ist normalerweise so kurze 20 bis 30 Minuten. Anschließend dürfen die Spieler schießen oder Torhüter machen extra Training auf dem Eis. Ja, durch den ganzen Tag läuft diese Konzentration. Da denkt man über wie alles sieht aus in der Stadion. Gibt es Fans, wie laut ist es, welche Spiele hat die Gegner, taktische Sachen. Und dann für mich ist es auch wichtig, die in den letzten ein oder eineinhalb Stunden, dass ich über gar anderes Sachen denke. So ich spiele dann Karte auf meine iPod. Das ist die einzige Kartenspiele, was ich mache, weil ich muss auch etwas anderes überdenken. Man merkt es nach dem Spiel, wie anstrengend es wirklich ist. Nicht nur physisch, aber auch mental. Es gibt viele Sachen in einem Spiel. Ich komme mit Markus seit über 10, ja, 12 Jahren sehr, sehr gut aus. Er kennt meine Macken, ich kenne seine Macken. Er hilft mir natürlich extrem viel weiter oder vor allem der Mannschaft extrem viel weiter. Und er weiß eigentlich genau, was wir wollen, was wir brauchen. Und diese Leute sind extrem wichtig für uns, also nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Und wir sind insgesamt froh, dass wir in Markus, aber auch in Didi haben. Pre-Game Meal ist immer wichtig. Kurze Pause vor dem Spiel, anschließend Video-Meeting vor dem Spiel und dann ging es los ins Stadion und dann sollte alles funktionieren. Es war nicht ein lockeres Spiel für uns. Die Gegner ist sehr gut, eine sehr gute Mannschaft, auch in der slowakischen Liga. Unser System hat den Gegner unter Druck gesetzt. Aber wir waren bereit zum Spielen. We'll be right back.
You know, Champions League's been a lot of fun so far, and obviously we won the first game, so that's it's always a good step in the right direction. Ja, freue ich mich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eher gedacht, dass der Coach auf eine Ansprache noch auf mich noch wartet, da ich noch kurz ein Interview geben habe müssen und habe eigentlich gar nicht so weit darüber nachgedacht. Ich komme. Als ich dann das Trikot und diesen Helm da auf meinem Platz hängen sah, hätte ich mir eigentlich denken können, dass da irgendwas dahinter steckt. Keine Ahnung, wer diese Idee hat, aber es war sehr lustig. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es Dennis Bahre war, aber ja, sicher sagen kann ich es nicht. Wenn man spielt zusammen, trainiert zusammen, schwitzt zusammen, dann kennt man einander besser als viele Personen. Es ist auch die Zeit außer Spielen, in der Garderobe. Ich bin jetzt nicht so jung mehr. So, ich genieße diese Zeit viel, viel jetzt und vielleicht mehr als nie in meiner Karriere. Ich weiß nie, wie lange ich spiele mehr, so, aber das Gefühl, dass man zu einer Mannschaft gehört, ist die beste. Das kann ich nur sagen. The definition of team is not having 18 guys, it's having, I mean, the 25 guys or the 23 guys that we're carrying. Natürlich ist die Stimmung sehr ausgelassen, wenn man am Schluss das Spiel gewinnt. Und wir wussten natürlich, dass es jetzt weitergeht. Und ja, morgen geht es schon wieder weiter gegen Klagenfurt. They're gonna want their first game under their belt as a win. So, you know, we'll be ready to go.